Ja, wir sind hier am Start von unserer dritten Etappe vom Zubisommeralbum. Wir stehen hier vor der Schaukäserei in Steh und machen jetzt uns auf den Weg Richtung Badeplatz Strom und noch auf die Tiefe. Ich denke, heute soll es mal eine Abkühlung geben. Und ja, schauen wir doch mal, was uns zukommt. Ja, wir wären bei der ersten Sickerbox vom heutigen Tag. Das ist der Badeplatz Strom. Den gehen wir natürlich nachher noch besuchen. Dann dort noch einen Serval grillieren, ein bisschen baden. Das ist ein wunderschöner Badeplatz, wo man wirklich einen Schwung nehmen kann. Und nachher geht es hier über die Brücke aus. Das wäre die erste Brücke von hier unten. Die erste Brücke geht für einen ganz kurzen Abstecher gehen wir aufs Innerrhodische. Wir gehen auf Hasler Boden. Wir gehen nachher darauf, wieder, gerade wieder über die Brücke aus und gehen nachher Richtung Tiefe. Ja, da ist nämlich der Punkt, wo Setteren und der Rotbach zusammenfließen. Respektive der Rotbach in Setteren fließt. Jetzt gehen wir aber baden. Nach einem spontanen Schwimm hier am Badeplatz Strom in dem wunderschönen Bach, wo Rotbach und Zetteren zusammenfließen, verlassen wir die jüngste Gemeinde vom Kanton Steh und gehen weiter auf die Tiefe. Wir gehen weiter ins Kloster Wonnenstein vorbei und nachher in die Gemeinde Tiefe. Super Serverleit, jetzt geht es um Mittag. Jetzt sind wir wieder gestärkt und es geht weiter. Ja, die Tour einplanen an einem heißen Sommertag. Gibt fast nichts Besseres wie da. Machen eine Pause hier, dann den Wurst grillieren, ist einfach nur herrlich. Hier musst du noch ein bisschen schauen. He? Ja, nach einem kurzen, heftigen Aufstieg hier vom Badeplatz Strom wäre es schon wieder das erste Mal schön, um dort nochmal ins kühle Nasse zu kommen. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und sonst würde ja immer noch Bad in die Tiefe auf uns warten. Da, Kloster Wonnenstein. Sehr schön. Gehen wir noch schnell hier schauen. So, letzte Sticker vom heutigen Tag, der wäre der Hörlibach. Hintergrund hier wirklich eine idyllische Stimmung mit den Wasserfällen, die hier oben runterkommt. Wenn es hier wirklich regnet, kommt da ein Stück mehr Wasser oben runter. Aber geniessen Sie es nochmal durchlaufen, dann gehen wir da rauf, Richtung Tiefe. Was sehen Sie da? Schönen Tag euch, he? Ja, wir sind fast am Ende von der Etappe 3. Wir kommen hier auf die Tiefe nach. Meinen Nachmittag lasse ich in der Bade in die Tiefe ausklingen. Ich tue dort noch ein bisschen mehr frischen, bevor ich dann wieder heimfahre. Ich habe eine wunderschöne Etappe gefunden. Viel Spass euch. Tschüss zusammen.